Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Arcanum. Von Dampfmaschinen und Magie heißt das Spiel, ja. Wir haben hier... Wo ist er denn? Hier, die Kiste ist, glaube ich, hinter dieser Tür. Wir haben die Möglichkeit... Wir warten mal ganz kurz eine Stunde. Es ist gerade 15:46 Uhr erstmal, okay. Jetzt wird es nämlich langsam Abend und eigentlich müsste er langsam ins Bett gehen. So, wir warten die Zeit einfach mal. Denn ich möchte etwas Bestimmtes machen. Oh, da rast ab 22 Uhr geht er ins Bett. Oh, jetzt haben wir 20.48 Uhr. 21.49 Uhr. Und gleich müsste er ins Bett gehen. Und wenn er ins Bett geht, werden wir uns reinschleichen. In sein Schlafgemach. Ich glaube, das kann ich nochmal machen. Jetzt geht er ins Bett. So. Die Tür ist nämlich normalerweise verschlossen. Jetzt muss ich bis zum Morgen schlafen. Wir speichern das nochmal. Bis zum Morgen warten. Dann steht er wieder auf. Macht die Tür zu. Und wir können uns die Kiste nehmen. Nein, ich brauche noch Schlösser knacken. So einfach war es dann doch nicht. Wo haben wir das denn? Ich bin der Meinung. Muss man Schlösser knacken erlernen? Nein, muss man eigentlich nicht. So, wir haben aber erstmal ein Level ab. Kam ein Punkt übrig. Wir können mit dem Punkt, ja, wir können mehr Feuerwaffen machen, ne, würde ich sagen. Jetzt geben wir mal das. Oder den edleren Revolver. Den edleren Revolver müsste ich aber jetzt haben, ne? Ich mache das nochmal ganz kurz zurück. Ein hochwertiger Revolver haben wir. Wir könnten den edleren Revolver skillen, diesen herzustellen. Brauchen wir Revolverteil mit einer Revolverkammer dafür. Machen wir mal. Jetzt haben wir übrigens Gesinnung 2, habt ihr das gesehen? Hier oben ist... 2 müsste positiv sein. Wenn ein Minus davor ist, dann ist es minus 2, dann ist es böse. Verdammt. Vielleicht hätte ich den Punkt skillen sollen. Gut. Wenn man das hätte, dann könnte man theoretisch... Ich komme ja auch nicht mehr raus. Wir laden das Spiel mal ganz kurz. Kann ich ihn beklauen? Das würde vielleicht auch noch gehen. Dass ich ihn beklaue. Weil er hat nämlich seinen Schlüssel. Es gelingt dir. So, ich habe nämlich seinen Schlüssel geklaut. Was ich auch noch machen kann, ist ihm nochmal zu bestehlen. Ja, man muss dann teilweise mal sich ein bisschen bewegen, damit die Wand wieder transparent wird. Er hat 806 Gold. Genau so muss man es diesen Bastarden. Priestess darf man nicht töten. Priestess sollte man nicht töten. Okay, wir haben den Schlüssel. Okay, dann können wir auf jeden Fall seine Kiste aufmachen. Na, komm her. Wo bist du, Kiste? Da bist du, Kiste. Da. Und ich kann mir alles mitnehmen. Alles. Ja, bestimmte Dinge werden wir einfach wieder reinwerfen. Die ganzen Uhrenteile, Revolver, die Schaufel kann ich behalten. Den alten Revolver, aber das Zeug möchte ich ihm verkaufen wieder. Ganze nutzlose Zeug kann er behalten. Aber die Dinge haben schon ein bisschen was an Wert, deswegen kann man die ruhig mitnehmen. So, und das kann man theoretisch jedes Mal wieder machen. Dann gehen wir mit Schleichen weg. Dann warten wir bis zum Morgen. Dann steht er nämlich wieder auf, geht raus aus seinem Zimmer und wir können hinterher. Komm, Wiggle. So. Und da können wir es wieder ein bisschen verkaufen. So. Und das rafft er einfach nicht. Ich bin wieder ein bisschen leichter geworden. Ah, die Revolverteile, die hätte ich gerne behalten. Das ist ein Gewehrgestell, okay. Ein Zahnrad, 150 Steine Gewicht. Die sieht schon wieder, bin ich leichter geworden. Wie, will er nicht haben? Wollte er gerade noch haben, oder nicht? Schlüssel zu Restes Schlafzimmer. Ah, das ist zum Schlafzimmer. Speichern mal ganz kurz. Ich speichere öfters mal. Ah ja, okay, jetzt kann ich jederzeit hier wieder rein. Und ihn erneut beklauen. Jetzt bin ich irgendwo, sieht man, dass ich jetzt schwerer bin. Hier seht ihr Belastung leicht. Irgendwas bedeutet das. Schnelligkeit 7.
So, jetzt habe ich Schnelligkeit 9. Okay, also man ist halt je nachdem schneller und er hat nicht. Der hat übrigens, die haben übrigens nicht unendlich Geld, die Händler. Er hat bald kein Geld mehr. Und wenn er kein Geld mehr hat, sagt er, er gibt uns nur noch 0 Gold für die bestimmten Items. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Gold, das heißt, wir können uns ein paar Kugeln kaufen. Gab es denn jetzt aber ordentlich Klatsch? Das kostet. Okay. Gut. Der Klatsch ist unnütz. Ich habe 760 Gold. Oh, jetzt kostet übrigens noch 4 Münzen. So ein Penner. Knüpfen erst 5 pro Ding ab und jetzt nur noch 4. Hier genauso 4. What the fuck? 150, kann man das eintragen? Das kann man nicht eintragen. Es geht irgendwo schneller, glaube ich. Nö. Geht es nicht. Sehr schade. Ja, irgendwann später hat man kein Geld mehr. Wenn ich später in der Hauptstadt bin, so viel kann ich schon mal sagen, habe ich eh keinen Geldmangel mehr. Da gibt es halt den gleichen Trick wie hier, halt nur bei einem interessanteren Händler. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, ich habe den Dings noch gar nicht benutzt gehabt, den Skill. Wir können auf jeden Fall. Nee, was habe ich gesagt? Ich möchte den edleren Revolver. Zack, Revolverteile und die Revolverkammer brauche ich jetzt. Die Revolverteile habe ich schon, nicht wahr? Genau. Und ich brauche noch die Revolverkammer und die Revolverkammer ist nicht hier. Das sieht aus wie so ein Lauf, wie so ein. Hat ihr die unten, die hier? Gucken wir mal. Der könnte übrigens auch einen Schlüsselring haben. Er hat keinen Schlüsselring. Also man muss am Anfang echt krass danach suchen. Revolverkammer hat er ja auch wieder nicht. Er hat da theoretisch Heiltränke und alles. Hier sei Peter, Holzkohle, zwergische Schnupftabak, Muntermacher. Ristess hat vielleicht noch die Möglichkeit. Komm raus hier. Ristess hat vielleicht noch eine Revolverkammer. Eventuell, wer weiß. Nein, hat er auch nicht. Sehr schade. Stimmt, sonst hätte ich dir geklaut. In Ordnung. Dann ist das halt so. Wir müssen übrigens erstmal kurz wieder raus. Wir werden nämlich wieder ganz kurz nochmal zur Absturzstelle gehen. Ich hoffe, an einer Wand hängen zu bleiben. Dafür müssen wir, wie beim letzten Mal auch gesagt, etwas außerhalb der Stadt gehen. Sonst kriegen wir nämlich nur die Stadtkarte. Und ihr seht hier oben. Hier kann man dann später sagen, wo du hinlaufen sollst. Diese Punkte soll er jetzt ablaufen, diese roten. Die läuft jetzt automatisch lang. Das sind Wegpunktpfahl. Oh Gott. Stopp. Wir sind 50. Oh Gott, oh Gott. ...50% hatte ich jetzt nur noch an Sicht. Müssen wir eigentlich gleich raus sein. Warum sind hier überall Wölfe und warum noch keine Weltkarte? Fick dich. Doch, jetzt geht's doch. Weltkarte. Genau so muss man es diesen Bam! Ich meine, guter Treffens hier. Ja. Er hat sich geheilt, ernsthaft. Ja, man könnte theoretisch, wie gesagt, die ganze Zeit hier langlaufen. Was haben wir hier noch? Angeblich soll die außerhalb vom Nebelberggelände bis die Mine verwunschen sein. Hier haben wir das Rote, das ist das Grüne, was ich vorhin gesagt hatte. Held von Nebelbergen. Durch deinen enthaltenen Einsatz, mit dem du Jogger Roberts bei der Verhinderung des Bankraubs zur Leiter gesprungen bist, sind die Bürger von Nebelbergen dir gegenüber erheblich freundlicher. Achso, deswegen habe ich, deswegen kosten die Münzen auch, die Dings auch weniger. Die Kugeln. Weil ich der Held von Nebelbergen bin. Ernsthaft? Warum ist die Weltkarte nicht verfügbar? Müsste eigentlich. Ich müsste genau hier die Weltkarte zur Verfügung stehen. Dann wären wir ganz kurz. Naja, eigentlich muss das sein. Eigentlich muss die Weltkarte zur Verfügung stehen. What the fuck? Ich meine, hier ist sie ja, ne? Die Weltkarte, die blaue. Komme ich hier gerade wieder raus, ist die Frage. Es gibt bestimmte Missionen, die wir erstmal machen müssten, theoretisch. Wir laufen mal hinter die Mine. Um zu gucken, ob es dann an dieser an Dings liegt oder. So. Oh, ich habe die maximale Anzahl an
erlaubten Wegpunkten erreicht. So, nach 5 Wegpunkten mehr darf man wohl nicht benutzen, damit er die abläuft. In der Stadt sind die recht nicht so wichtig, diese Wegpunkte, wie später dann auf der Weltkarte. Weil ihr habt die Weltkarte ja beim letzten Mal gesehen. Ein Schwein, oink oink. Ein nettes Schwein. Und diese Weltkarte, hör mal auf damit. Nicht laufen. Mit Rechtsklick kann man übrigens das automatische Laufen wieder abbrechen. Falls ihr euch wundert, wie ich das mache und ihr selber spielt und ihr wisst nicht, wie das geht. So, irgendwo ist eine Kiste. Da ist eine. Toms Dünger oder Flüssigseife. Ich bin etwas beladen. Ihr seht, wie langsam ich bin. Okay. Weg damit. Ach, scheiß drauf. Flüssigseife interessiert auch keine Sorgen. Die paar Dings, die ich da kriege, die Revolverteile, können wir auch welche ablegen. 2 Stück. Oder 3. Eins habe ich ja dann noch. Und hier seht ihr so einen Haufen, wo man theoretisch dann sagen kann, was man mitnehmen möchte, was nicht. Das ist die Mine. Die gehen wir noch nicht rein jetzt. Wie gesagt, ich möchte erstmal ganz kurz eigentlich nochmal nach draußen in die Absturzstelle oder zur Absturzstelle. Ich möchte ungern jetzt alle meine Kugeln verballern, weil ich die eigentlich da noch brauche. Bei der Absturzstelle. Ah ja, jetzt ist die Möglichkeit wieder da. Jetzt ist die... Ich komme in der Nacht dort an. Super. Macht mal Spaß. Es ist hier völlig egal, wie viele Tage man benötigt. Das macht keinen Unterschied. Das ist einfach wahrscheinlich nur fürs eigene Ego. Können wir noch Stahl. Ne, Metallplatten. Fürs eigene Ego, wie schnell man das Spiel durchspielen kann. Wir gehen erstmal hier oben hin. Da haben wir noch einen kleinen Eber. Seid ihr blind? Au. Was bei allen Göttern? Oh, ich meine, mehr Glück beim nächsten Mal. Ich habe gerade gesehen, wie viel Damage ich kassiert habe. Einfach, weil ich mich selber verletzt habe. Was ist das? Es könnte ein Fluggerät sein. Nur viel kleiner als der Zeppelin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, es sieht genauso aus wie die Maschinen, die uns angegriffen haben. Und ist das nicht ein Oger, der da zwischen den Trümmern liegt? Es scheint doch ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Oger so intelligent sein könnte, eine so komplexe Maschine zu fliegen. Naja, es war eher so, dass sie sich bei dem Angriff alle umgebracht haben. Habt ihr gesehen, was für ein merkwürdiges Amulett er trägt? Und das eigenartige Symbol auf der Vorderseite? Das kenne ich nicht. Ihr? Das kann ich nicht gerade behaupten. Ah, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den Schriften irgendwann einmal etwas über fliegende Oger oder sowas gestanden hat. Wir sollten lieber nach Nebelbergen gehen und so schnell wie möglich den Prior Joachim finden. Guter Plan. Und seid vorsichtig. Mit diesen Wölfen ist nicht gut Kirschen essen. Ist mir auch schon aufgefallen. So, ja, aber das Amulett, das können wir... Nehmen wir es einfach mit. Einfach just so fun. Solch eine merkwürdige Flugmaschine hast du noch nie zuvor gesehen. Du bemerkst auch ein Schild mit folgender Aufschrift. Maxims Maschinen, Caladon. Mal gucken. So, ihr müsst ihr... Da ist noch ein Wolf, genau. Wiggle, kommst du? Ich lasse die Waffe mal gezückt. Zack, und jetzt haben wir übrigens unsere erste Höhle. In die wir selbstverständlich mit dem Joachim reingehen. Hier haben wir Ratten, Kanalratten. Ich sehe ihn gerade nicht, weil dort eine Wand im Weg war. Ich sehe die generell alle nicht. Bam! Naja, heil du dich mal. Salpeter und Pfeile sind unnütz. Ich habe schon wieder einen Level Up übrigens. Wir könnten Feuerwaffen skillen. Die Fähigkeit mit technologischen Waffen zielsicher umzugehen. Zack. Verkacke ich weniger. Und ihr seht, jedes Mal, jedes Level kriege ich halt 2 Leben und 2 Gesundheit, 2 Mana-Punkte dazu. Am Anfang hatte ich 30, jetzt habe ich 34. So, hier haben wir noch eine Kiste. Da ist nichts drin. Was? Ein Heiltrank können wir hier mitnehmen. Halb bis 20 Gesundheitspunkte. Muntermacher noch. Und diese kleinen Stacheln sind eher für Fallen gedacht später. So. Da haben wir interessantes Zeug. Eisenerz, Migränemittel, noch ein Heiltrank, sehr gut. Die Heiltränke kann man sich, glaube ich, hier unten rauflegen. Genau. Da kann man dann später im Notfall draufklicken, wenn man das möchte. Kann ich die wieder weglegen. Ja, man kann sie mit rechter Maustaste, kann man sie wieder wegschmeißen, auch rausnehmen. Ein Geist. Menschengaunerin. Sein Geist scheint große Schmerzen zu leiden. Bitte, ich flehe euch an, diese Schmerzen. Was ist mit euch geschehen? Ich wurde verflucht von einem bösen Priester.
Mein Name war Charles Brego. Mein Freund und ich baten nur um etwas zu essen, etwas Nahrung. Wir waren nur arme Wanderer. Und er verfluchte uns. Mein Freund wurde vom Irrsinn gepackt, griff mich an, tötete mich. Diese Schmerzen, ich bin verflucht, auf ewig in diesem Reich zu bleiben. Kann nicht erlöst werden. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Was soll ich für euch tun? Ihr müsst diesen Priester Arbala töten. Er lebt hier, zeigt auf deine Karte. Nur sein Tod wird mich befreien. Natürlich, die Gerechtigkeit muss siegen. Bitte beeilt euch, erlöst mich von den Schmerzen. So, hier haben wir noch Dynamit drin, das ist nämlich das Wichtige daran. Und Granaten, Lehmgranate, eine Sprenggranate, hier ist die Revolverkammer übrigens. Menge, Gold und etwas Kugeln. Was wir jetzt machen können ist, das ist das Erlernte, glaube ich, gewesen. So, hier handgearbeitete Steinschatz, kann man hier oben umswitchen zum edlen Revolver. Ich weiß nicht, was diese Zahl bedeutet. 15 und 10 oder 8 und... keine Ahnung. Das können wir aber auf jeden Fall kreieren. Zack. Jetzt habe ich einen edlen Revolver. 3 bis 12, 3 bis 9. Ist leichter. Hat mehr RWT. RWT bedeutet... Reichweite. RWT bedeutet Reichweite, steht hier nicht dabei. Das ist mir gerade eingefallen. Und das Ding hat noch FT. FT bedeutet... Grundwert für Treffer. Plus 5. Könnte es sein, dass es jetzt auf 80 ist? Nee. Schnelligkeit 12. Also er hat grundsätzlich mehr Schnelligkeit, dieser Revolver. Hat weniger Haltbarkeit. Allerdings ist er von den Werten einfach besser. Gut. Unser Anfangsrevolver wurde also ausgetauscht. und diesen Stand, den er vorhin gesehen hat, den ich gelöscht hatte, mit dem Oger. Der hat mit dem Geist einfach wie dumm geredet. So Brego oder Abala und... wirklich keine Ahnung, der Typ. Ja, wir haben jetzt auf unserer Weltkarte, hat uns der jetzt etwas eingezeichnet, wo wir hinlaufen können. Ich bin etwas langsam. Ich habe 609 Gewicht, das heißt, ich muss etwas ablegen. Auspuff. Ja, zack. Und das wird dann einfach später alles besser, wenn wir mehr Stärke haben. Ich glaube, dann sind die... Oh, da hat man ein Gnom. Was ist das für ein Ding? Ein Drachenspeer. Ihr seht, wie schnell die angreift, die Waffe. Greift einfach viel, viel schneller an. Ein kleiner Drachenspeer. 105 Kugeln habe ich nur noch. Das ist jetzt nicht mehr so unglaublich viel. Aber wir sind mit der Abschlussstelle auch gleich fertig. Viel ist hier nicht mehr. Interessanterweise kommen so viele Gegner. Das war mir so nicht klar gewesen. Und ihr seht, jedes Mal, wenn ich jemanden attacke und ihn treffe, dann füllt sich da unten die Energieleiste auf, hier diese Erfahrungsleiste. Hier war noch was, hier noch ein Kadura-Stängel. Was anderes war mal Wertvolles unter den Dings gewesen, unter den Blättern. Es hat eine enorm hohe Reichweite, die ich habe ja mal übrigens den ersten magischen Gegner, einen Drachenschamane. Bam, der hat... ein Drachenschwert dabei, was jetzt zum Beispiel verzaubert ist. NMS. Bedeutet, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Eine Zaubertruhe. Okay, hat keine Falle dabei gehabt. Ein unidentifiziertes Schwert, ein unidentifizierter Steitkolben, ein unidentifizierter Bogen, 50 Münzen, ein Smaragd und eine Nura-Münze. Alles mit dem Kinding. Und hier irgendwo war noch einer gewesen. Ein kleiner Goblin hätte ich noch gedacht. Ich greife relativ schon langsam an. So, da haben wir noch einen Eber. Ich glaube, das war's gewesen mit der Abschnitt. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sehen. Da unten sind da teilweise immer ein paar bestimmte Statussymbole. Jetzt 78% Chance, ihn zu treffen. Und ich glaube, das war's gewesen. Wir werden uns jetzt einfach mal nach außen bewegen, denn so kann man nicht auf die Weltkarte zurück. Man muss erstmal raus. Und erst dann hat man die Möglichkeit, auf die Weltkarte zuzugreifen. Deswegen werden wir einfach erstmal rauslaufen wieder, da wo wir vorhin auch hingelaufen sind. Oh, ich habe noch 73 Kugeln, das ist noch eine ganze Menge. Ist doch ein bisschen mehr. Gerade wenn man so einen stärkeren Revolver hat, später mit dem Scharfschützen, da brauchst du auch nicht mehr so viele Kugeln. Weil einfach jeder Schuss eine wahnsinnige Power hat. Das war's schon, ja.
Hier müsste gleich die Weltkarte beginnen. Da ist sie. So, hier haben wir noch eine neue Quest. An einer der Flugmaschine habe ich eine Plakette entdeckt, der auf der Maxims Machine Color dann stand. Das ist so krass, dass das einfach wirklich chronologisch auch aufgelistet wird, was du wann wo findest, weil das hätte man theoretisch am Anfang machen können. Ja, aber die Quest, eine neue Quest ist hier erschienen. Der verfluchte Geist von Charles Brego hat dich angefleht, Arbala zu töten, den Priester, den verflucht hat. Seiner Meinung nach wird er von seinem Fluch befreit, wenn Arbala tot ist. Und dafür hat er uns nämlich eine neue Dings eingezeichnet, Arbalas Haus, da ist es. Der Punkt, na, weg. Oh. Ja, irgendwas kommt aus dem Weg, dass Wiggle da nicht im Weg steht. Man kann unterwegs angegriffen werden, ja, das ist möglich. Mindest VR, so was brauche ich hier? Mindest Intelligenz auch noch. Repetiergewehr. Also ich brauche Intelligenz, Geschick und Willenskraft. Dann würde ich sagen, packen wir erstmal einen Punkt in Intelligenz rein. Sehr gut. Auf geht's weiter zu Arbalas Haus. Der Punkt, den merkt er sich. So, wir sind hier angekommen. Auf diesem Grabstein ist wunderschön folgende Inschrift eingraviert. Jamila, geliebte Ehefrau und Mutter. Saif, geliebter Sohn. Das heißt, er hat wohl seine Familie verloren. Und da kann man sich dann gleich schon denken, was vielleicht passieren wird. Wenn er so ein Geist getötet wurde. Angeblich der ist hier der Böse. Das Blut. Halbelfenpriesterin, Level 10. Ja, mein Sohn. Und wer seid ihr? Dieser verhutzelte alte Priester scheint große Schmerzen zu leiden. Ich bin Arbala. Er stöhnt leise. Und wer seid ihr? Ich bin Dark. Ich bin euer Henker, aber der hat sofort zum Kampfmenü führen. Nun denn, Dark, was führt euch auf meinen bescheidenen Hof? Brigos Geist schickt mich. Ich reise nur so umher. Was ist mit euch geschehen? Brigos Geist schickt mich. Er lächelt. Er ist bereits tot? Wie traurig. Hat er euch geschickt, um zu beenden, was er nicht geschafft hat? Bereits tot? Ben, wer es denn nicht geschafft hat, wovon redet ihr? Ich bin überrascht, dass der Weg schon so kurzer Zeit später endete, nachdem er den meinen zerstört hatte. Nachdem ich ihnen Speis und Trank angeboten hatte, plünderte er und sein Freund Farkus, war, glaube ich, sein Name, mein Haus und nahmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest war. Als sie endlich das einzige wertvolle Objekt fanden, das ich besaß, ein heiliges Artefakt, töteten sie meine Familie und mich ließen sie zurück, hielten mich für tot. Und da habt ihr sie verflucht? Er stöhnte erneut vor Schmerzen. Vor einigen Jahren habe ich mich aus dem Priestertum zurückgezogen, aber in meinem Schmerz und Trauer konnte ich nichts anderes tun. Ihre Seelen werden für immer auf dieser Ebene der Existenz gefangen sein. Und was ist mit dem Fluch des Irrsinns, durch den Farkus Brego tötete? Nein, ich glaube, das war der Fluch der Habgier. Ich vermute, Farkus beschloss wohl, seine so übel erlangte Beute mit niemandem zu teilen. Verachtenswerte Leute. Euer Verlust tut mir sehr leid. Vielen Dank aber für eure tröstenden Worte, aber da gibt es noch etwas. Ich muss das geheiligte Artefakt wieder haben, das sie stahlen. Es bedeutet mir sehr viel. Ich brauche es, um wirksam zu meinen Göttern zu beten. Hat Brego noch irgendwas gesagt oder einen Hinweis auf seinen Verbleib gegeben? Nein. Er humpelt ein Stück näher auf dich zu. Ich weiß, dass dies nicht euer Problem ist, aber würdet ihr mir helfen, das wiederzufinden, was rechtmäßig mir gehört? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Irgendeine Idee, wo ich beginnen soll? Ausgezeichnet. Vielleicht hat unser Freund, der verblichene Mr. Brego, Informationen bezüglich des Verbleibs meines geliebten Heiligtums. Er lächelt dich freundlich an. Ich weiß, eure Freundlichkeit zu schätzen, aber leider habe ich nichts, das ich für eure Hilfe geben könnte. Ich werde zurückgehen, wenn ich euer Eigentum wieder beschafft habe, Sire. Ja, nächste Mission. Aber da hat Charles Brego Behauptungen zurückgewiesen. Er sagt, dass Brego und sein Partner Farkus seine Familie getötet und ihm ein gar weites Artefakt gestohlen hätten. Er möchte, dass du das Artefakt suchst und ihn wiederbringst. Wirklich total. Er hat seine Frau und seinen Sohn getötet. Das ist ein Bastard ohne Ende. Der wird nie wieder fröhlich werden. Der ist sowieso schon tot. Wir machen aber ganz kurz eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Arcanum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.